Ja, hallo zusammen, ich bin Flux-Kommentator 70 mit einem eigenen Replay. Ich habe mal wieder den AK-V2 ausgepackt. Was heißt mal? Ich packe den täglich aus. Das ist einer meiner Lieblingspanzer. Ja, wir sind hier auf der Map Lakeville in Süden gestartet. 6er, 5er Gefecht. Und wir haben hier 5, 6er, 10, 5er. Darunter 3 Heavy, 7 mittlere Panzer, 4 TDs, einmal die Light. Ja, Munitionsverteilung habe ich hier 10x die AP. Die Standard-HP, dann 11x Premium-HP und dann 15x HE dabei. Ja, verbesserte also Rationen für die russische Crew. Großes Red-Kit, großes Med-Kit. Hier wird schon mal erstmal der T-24 auseinandergenommen. Der ist da oben lang gefahren auf diesem Weg und wurde gespottet. Weg ist er. Ja, und dann haben wir hier noch veränderte Konfiguration. Von dem Munitionslager geschützt als Detektive und das habe ich auch in der Ausrüstung als ersten Punkt, ne? Verbesserte Performance, dann habe ich Drehmechanismus und einen verbesserten Ansetzer. Jawohl. So, ich wollte jetzt hier erstmal in diese Stadt walzen in Lakeville, aber das überlege ich mir auch gleich. Denn die Heavys kommen erstmal durch das Tal, die gegnerischen, der KV-1, AL-44, ja. Da ist noch ein Panzer 5-4. Und da drehe ich gleich wieder um, denn das kann der, können Shito und T-34, 80 und die beiden anderen Heavys können das alleine erklären, der KV-1 und T-14. Und dann schaue ich schon mal hier rüber. Oh, P-43. Bis. Batsch, weg. Ja. Erster Kill. 86 HP zwar nur, aber schon mal ein Kill. Mit der Horizontal-Arti hier. Dem dicken Rohr. Ja, 1:3 steht es. Der Leopard steht da auch in der Mitte. Am Stein. Da versuche ich jetzt drauf zu kommen, aber in der Zwischenzeit wird er schon auseinandergenommen. 65 HP und dann geht er raus. Dann können wir weitermachen. Wir legen 3 Panzer schon zurück. Ja, wir können nochmal nach der Mission gucken. Die läuft nur nebenbei. Schwerer Panzer 12, gut gepanzert. In Richtung T28 HTC. Den habe ich schon längst. Läuft also nur so die Mission. Ja, wie wir sehen, Cap ist alleine. Also heißt es für mich zurück. Und versuchen, diese ganzen Panzer aufzuhalten. Ja, da ist auch noch ein T1 Heavy dabei und ein AC4 Experimental. 2:7, 5 Panzer zurück. So, da ist auch noch ein Rest von den PZ4, 5-4. Da fahre ich hier erstmal an die Ecke ran. Bin natürlich aufgegangen. Ja, T34 schießt jetzt von der anderen Seite, interessiert mich nicht. Einfach ignorieren. Ja, 10 HP zwar nur noch, der T-Hens Heavy, aber raus damit. Ja, das ist so mit Bomben auf Fliegen schmeißen. Bei 10 HP nur noch, aber egal. Zweiter Kill. Reloadzeit hier auf 8,6 Sekunden. KV-1. Einzielen. Rums. Weg. Dritter Kill. zu 10. Ja, Damage schaue ich nicht viel. So, 85 HP hinterm Busch, weg damit. Vierter Kill. Ich räume hier nur noch auf. Als wären die, sage ich mal, die 4-5 Panzer zusammengekommen, hätte ich keine Chance gehabt. Aber weil die Angst hatten. So, da haben wir noch ein PZ-54. Da ist ein bisschen mehr dran. Ah, komme ich nicht ran. 575 HP hat der Gute noch. 8:10, wir haben ein bisschen aufgeholt. Ah, jetzt auch vor, ist wieder ein bisschen zurückgegangen. 8:11. So, ja. Was mache ich jetzt da? Probiere ich ranzukommen und die Granate fliegt genau in die Kapola rein und haut den weg. Fünfter Kill. So, ich drehe mich jetzt um. Den AL-44 lasse ich erstmal an der Aal sein. Das wird sich noch bitter bezahlen. Aber zu später mehr. 9:12.
Damage, wie gesagt, nicht viel, weil nicht viel dran ist in den kleinen Spuckepanzer. So, AC Experimental. Der hat wirklich im Valley umgedreht. Ja, ignoriere ich hier seine kleinen Spucke-Dinger. Ich habe noch genug HP, sage ich mir. So, AC Experimental ist aber raus und der Stuck 3G oder Stuck G. Ja. Wird einfach ignoriert. Der schießt vor Angst in die Ketten und raus damit. Krieger in der Tasche. 12 zu 12 ausgeglichen. Ich dachte mir in dem Moment noch, oh, das kann was werden. Aber nur noch die Hellcat. So. Im Rücken habe ich den M10. Voraus den A44. Der ist auch nicht zu verachten. So, da kommt er. Und jetzt mache ich einen Fehler. Ich drehe mich um zu dem M10 und lasse den A. Aber er bleibt da. Ja, aber ich lasse ihm die Chance durch einen Fahrfehler, dass er mir noch HP abzieht. Und jetzt fahre ich auf den A44 zu. Will einzielen. Jetzt schießt der M10. Und ich ignoriere den. Und dann nutzt der A44 die Chance und nimmt mich raus ins Gefecht ist zu Ende. Ja, dann sehen wir uns mal in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, wie ihr seht, zweite Klasse nur war auch klar, weil diesen kleinen Spuckepanzer kam auch nicht viel Damage rum. Aber ich habe das trotzdem mal aufgenommen, weil es ja eine Kriegermedaille ist, ja auch mal weiter ein bisschen was, ne? Ja, Überschrift KV2 Übermut kommt vor dem Fall. Damit meine ich hier den Alter so die Chance zu überlassen. Da ärgere ich mich noch ein bisschen drüber. Hätte ich nicht machen dürfen. Na, aber egal, wir kommen mal ein bisschen zur Auswertung hier. 58.839 Credits. Ja, Wirkungsfeuer, XP kommen später, 25 von den Anleihen. Kriegermedaille, Teamscore, 1566 Damage, 540 Basis XP war ja verloren. Dritter Report, 6-mal geschossen, 6-mal getroffen, 6-mal durchschlagen. Ja, 86 HP über 300 Meter. Das war gleich auf den P43 bis da, ne? Ja, und dann haben wir hier geblockt 245 und ja, Unterstützungsschaden an einem Mitspieler 438 gefahren, 1,8 Kilometer. Und dann für habe gab es 19.133 Credits, den ganzen Weihnachtsbonus hier 16.716, 8.692 und 3.154, man hat 58.839 abzüglich Repair und Munition. Bleiben 25.392 über. Das Ganze in 6 Minuten 24. Ja, Basis XP plus wieder diesen Weihnachtsbonus hier macht im 1920 XP und 65 bei Erfahrung. Ja, nette kleine Runde mit dem KV2 und gleich folgt nochmal eine zweite Runde mit dem KV2.